Und damit Hallöchen und willkommen zu tatsächlich mal wieder einem Let's Play auf diesem Kanal hier. War sehr lange her, sehr, sehr lange her. Gab zwischendurch ein paar Videos, die aus dem Stream aufgenommen waren, wo wir ein paar neue Spiele angezockt haben. Und jetzt mache ich tatsächlich mal wieder ein Let's Play, tatsächlich nur für YouTube, ohne Twitch dabei und auch ohne Chat und alles. Von daher, auch ohne Kamera, ne? Von daher, falls ihr das vermissen solltet, guckt einfach selber auf Twitch. twitch.tv/Rahmstätze, da gibt es dann wieder mehr von mir mit Gesicht. Und verschiedenste Spiele, die wir dann zocken. Hier machen wir aber erstmal eine Runde There is no game, Wrong Dimension. Das ist, naja, wie der Titel halt sagt, es behauptet, es gäbe kein Spiel. Und es ist auch nicht immer offensichtlich, was das Spiel ist. Aber es ist tendenziell sehr lustig und könnte vor allem sehr durcheinander und sehr bizarr werden. Und ich weiß nicht genau, wie die Geschichte von dem Spiel ist, wie es dazu gekommen ist, aber ich meine, es war mal eine Art Sammlung aus Spielen, die Idee ist eine Sammlung aus Spielen, die quasi für irgendeinen Contest gemacht wurden innerhalb kürzester Zeit. Und ich meine, dass daraus hier dann noch quasi was Größeres entstanden ist. Im Sinne von, es werden auch verschiedene Arten von Nicht-Spiel sein in der Form. Deswegen mal gucken, was es wird. Kein Spiel von Draw Me a Pixel. CNC, there is no game. Nicht klicken, um zu starten. Im Prinzip geht's hier um sehr viel Ironie und Verneinung in der Form, von der her ich darf nicht klicken, ne? Weil es gibt kein Spiel. Dann klicken wir einfach mal. Kein Spiel hier, nutzlose Option, hier lang. Ja. Machen wir nutzlose Option. Machen wir das. Das ist die Lautstärke, das ist wunderschön. Lassen wir mal so, wie es ist. Sprache, Anzeige passt. Läuft. Ist nicht viel einzustellen. Passt schon. Von daher, das ist tatsächlich bisher sehr richtig. Bisher waren die Optionen sehr nutzlos. So, machen wir kein Spiel. Da habe ich jetzt aber wenig Erwartung dran. Meine Güte. Zurück Game 1. Mise en abîme. Wenn du dieses Symbol auftauchst, verlasse sofort das Programm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, deinen Spielstand zu beschädigen. Danke. Es geht nicht so, als ob dieses Nichtspiel, ein Hinweissystem hätte. Es gibt also keinen Grund, auf das Symbol unten zu klicken. Also einem kann wahrscheinlich geholfen werden. Deswegen mal gucken, was es wird hier. Help. Ich kann pausieren. Ist das pausieren? Das ist Pause. Zurücktauchmenü, fortsetzen, Option. Okay. Alles klar. Das heißt, wenn ich hier klicke. Bloms, Kapitel 1. Das ist erstmal noch kein Kapitel. Das sind ein paar Schrauben. Who's doing all this knocking? Wer klopft denn da? There's someone in here. Just a minute, please. Ja, ja, einen Moment. Where's my speech? Oh, here it is. I almost forget the title. Don't panic, don't panic. Meint er zu uns? Ich hoffe nicht. There is no game. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The financial crisis, the apocalypse, blah blah blah, all of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there's no game, but just between you and me, avoid asking for a refund if you can. You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids. Natürlich. And his wife, who is sick. Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that thing going to hold? Das hält natürlich nicht. Holding. Wahrscheinlich kann ich nicht draufklicken, oder? Fun, but time to go now. Ah. Oh. Ich kann eigentlich schnell klicken. There's nothing to do here. Ja. Really. Oh, try not to touch the title. It's my title! Okay. Stop! You will ruin it! Do you have any idea how much mashing time it took me to stick all those letters up there? Ich hätte vermutet, dass man hier oben auch anklicken kann. Also schön. Eindeutig ist es kein Spiel, ich merke es schon ganz genau. Go ahead. Have fun. I give up. Hier ist absolut kein Spiel, ich merke es schon. Ha! Great. The Brick Breaker. Game of the Year. What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga?
Weiß ich nicht. The legal department is making some big gestures over there. Der quatscht uns die ganze Zeit voll hier, ne? Ich werde das mal nicht what alles vorlesen und übersetzen, falls ihr es lesen wollt. Dann, also falls ihr Englisch nicht so ganz versteht, dann könnt ihr gerne die Untertitel lesen. Ansonsten höre ich mir gerne an, wie der Kerl das Ganze spricht und kommentiert, okay? Ne? Von daher. I'm leaving now. Ich war übrigens nicht gut in solchen Spielen hier. In diesem, wie auch immer das hieß. Singleplayer Pong. Nee, wie heißt denn das? Da gab es ein Spiel, da gab es einen Namen für. Ich weiß, das ist eine Art Spiel, was ähnliches, nur ohne Schwerkraft quasi. Was man bei der Installation von Baphomets Fluch 1 mit dabei war. Das heißt, wenn man Baphomets Fluch 1 installiert hat, hat man sowas ähnliches. Quasi während der Installation gespielt. Damit die Zeit halt schneller vorgeht. Was sehr angenehm war. Das heißt, hat man ein Spiel direkt noch ein zweites Mal installiert, damit man dieses Minigame nur zocken konnte. Das Spiel hier übrigens kam vor ein paar Wochen erst raus, von daher frisch neu erschienen. You've completely ruined my beautiful title. Oh. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. Was solid ist? Spielen wir jetzt solidär oder was? Solitär? There is no game. Sehr solide. I might have gone a little overboard. If you could just leave the title alone this time. Kling, 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 kling. Is that chromatic aberration or is this letter tilted? Da können wir noch sowas von das anklicken. Das ist sowas von einladend hier oben. Die Frage ist nur, wie genau ich das anklicken kann. Das klimpert es. Kann ich so beziehen, bewegen, aber was in dem Ziel? Nee. Stop tapping everywhere. It's annoying. Psst. I can't close the program myself. You have to quit. Ja, 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 sehr gut. Ich kann das auch abmachen, das ist auch gut. Okay, I get it. You want to play a game? All right. Da ist sogar eine Maus größer. Oh, Rochambeau. No, we're gonna have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Rock breaks scissors. Paper covers rock. Ja, das ist rock. So getrollt hier oben, ne? And scissors cut paper. Okay, I will start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. Haben wir eine Chance? Das ist sowas von trollig hier, weil man will das ja kaputt machen. Aber es geht halt nicht. Schere ein Papillon. Ich bin für Schere. Pick an object. You're the one who insisted on playing a game. I win. What luck. Come on, let's play again. Das soll ein Stein sein. Papier. I win again. Okay. This is so much fun. Die Frage ist, ob man hier gewinnen kann. I just know it. Ich vermute mal nicht. Schere. Oh, that's too bad. You lost again. Don't give up. Ich gebe sowas von auf. Ah. It's unbelievable. I win every time. Der verarscht uns doch. Try again. Der verarscht uns doch. Ich merke das doch. Hier, Stein. This is a great game, don't you think? Der verarscht uns doch. Get a little absolut. Repetitive after a while. Kann ich nicht seine einfach umdrehen? Ich will das oben kaputt machen. Papier. I swear I'm not cheating. No, nein, no, nein. No. And aren't you tired of losing yet? Ich bin sowas von tired hier. Kann man ja was von machen? Man muss jetzt so ziemlich alles in Betracht ziehen, soweit ich das verstanden habe. Dass man überall irgendwas finden könnte und sollte. Das ist egal am Ende. Are you this bad at every game you play? If I were you, I would do something more interesting, like cleaning the house. Ja, vor allem, der hat das ist alles nur draufgeklebt hier, ne? You really suck at this. Tell me your screen didn't fall asleep. Hier ist überhaupt nichts asleep gefallen, ja? Ich würde das schon gerne selber schaffen hier, ne? The bad news is that you lose every single time. The good news is that you're not breaking anything. That's great. Ich würde das gern kaputt machen. Aber er lässt mich nicht, jo. Kann man das ziehen? Nee. Hier kann man ein bisschen dran rumpuffen hier. Also das Klicken macht schon was, ne? Das Klicken ist schon. Man hört ja, dass es das Kling macht. Können wir die Karte nicht mit da oben nehmen? And watch your video gaming demise in silence. It's the perfect time to quit the program. Errungenschaft. Okay. Ich würde trotzdem das Game kaputt machen können. Brauchst du ja noch andere Tasten für? Nee, ne? Ich wüsste keine Tasten. Helpe. Hinweis wählen. Ja.
Haben wir eine Schere, die wir damit benutzen können? Oh, wir müssen ihn zur Schere zwingen oder was? Und, ah, müssen wir ihm die Schere jetzt klauen? My scissors. Aha. Are you serious? Nice. No. Aha. Genauso funktioniert das. The safety airbag. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. Genau so funktioniert das. Finished. Here is game. Mhm. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all wicked. Kaputt machen. Geht das? Leave already instead of playing with that metal ladder. Kann man das schmeißen? Nee, ne? Achso. Man kann da was runter bewegen hier. Are you crazy? Ja, absolut. I couldn't talk at all. Schön. Kann man seinen Maushänger klauen? Kann man, muss so treffen. Der ist aber spitz genug. Nice. Das gefällt mir bisher. Es nimmt sich nicht wirklich ernst. You've got to be kidding me. Im Sinne von, wir haben viel gemeinsam. Look at what you've done. A brand new title. If you want to break things, go play Battle of Duty instead. Battle of Duty. Wir können zurück. Wir können. Es wird gespeichert gerade. Okay. Okay. Dormir Pixel. Kein Spiel. Get out of here. It's private. This is backstage. You should not be here. You're going to catch cold. Gefühl muss man davon ausgehen, dass man alles anklicken kann. Das ist der Titel. Correction. My ex title. Ex-Title. Boy, you're so stubborn. Gehen wir nochmal hin. Kann man das immer noch hier, kann man das kaputt machen? Da leuchtet was, ne? Everything is broken and nothing works anymore. Sorry. Das ist die Frage, was jetzt hier alles, welche, also was alles eine Auswirkung haben könnte. Stop messing around trying to fix anything. You won't get far without a screwdriver. Jetzt kann man auch keine Sprache mehr auswählen. Spannend. You're still here. Der möchte, dass ich einen Schraubendreher benutze. Ist das hier nicht einer? Ich wollte sagen. Das sieht schon recht gedreht aus. Just what do you think you're doing, user? Ich weiß es nicht. Wunder sieht's denn aus? Flop. No, 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 no. Not welcome. Können wir jetzt trotzdem dann nochmal rumschrauben hier? Achso. Na gut, weil das hier keine Schraubendreher sind. Okay. Ich meine, weil das einer ist. Not welcome. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? Ich hab schon einen Mauszeiger. You just knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. There we go. Klassischer Fall. Dass wir das da reinschieben müssen, glaube ich. Ah, oder so. Das geht natürlich auch. Also ein klassisches Point-and-Click-Adventure-Rätsel wäre von wegen, der Schlüssel steckt auf der anderen Seite der Tür und davor liegt eine Fußmatte und es gibt natürlich eine Türschwelle, keine Türschwelle, sodass man die Matte drunter durchschieben kann oder irgendein Papier oder sowas, dann schmeißt man den Schlüssel auf der anderen Seite runter und dann zieht das dann auf die eigene Seite nach vorne. Ganz klassisch. Doesn't matter. The key to this door is on my side. Too bad. Ja, das heißt, wir sollten das genau das jetzt machen. Kann ich das jetzt hier wieder runter machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nobody's home. Natürlich ist keiner da. I told you it doesn't fit. Können wir es wieder runterklappen vielleicht? Ist ganz eindeutig ist noch immer nicht, wenn man eigentlich genau was benutzen kann. Eine unglaubliche Hundeimitation. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Klar. Yay. Nice. Ach, und die Flagge können wir jetzt mitnehmen. Oder drunter durchschieben. Ah, die Idee ist ja cool. I don't understand what you're doing. Aha. Better to you, I bet. Etwa vor kurz. Würde ich mir gerne noch mehr von anhören. Können wir jetzt dagegen klopfen? Ah! Where's the key? Das Geräusch war schon mal gut. Don't do that, user! Don't open the door!
Habe ich nicht vor. Können wir das jetzt nochmal an anderer Stelle benutzen? Andere Schlüssel? Nee, ne? Das ist schon für die Stelle. Okay, nice. Bam. You're as stubborn as a mule. Ich bin ein Esel. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. Dieser verlockende, kleine, dezente Knopf da unten. Ganz verlockend. It won't work. I'm telling you. Ja, das macht das. See? It's useless. Like your neurons. Okay, warum ist denn noch ein Zahnrädchen? Was ist denn das für Ding? Achso, da müssen noch andere Zahnräder hin. Alles klar. Alles klar. Ja, okay. Ich habe trotzdem noch keine Zahnräder, von daher. Da flattert was. Ah, draw me a goat. No. Die guckt mir. Die sieht eher wie ein Ameisenbär aus. Draw me a Korge. Wollen wir das mitnehmen? Da, abschrauben. Nice. You're a pro at taking things apart. Sehr gut. When it's time to leave, nobody's home. Haben wir da was? Okay. The last sentence was a little weird. Haben wir hier noch irgendwo. Haben wir noch was? Das klappert ein bisschen. Aber es fehlt dann noch ein zweites Zahnrad wahrscheinlich. Das passt wunderbar. Were you a hamster in a past life? Da passiert überhaupt nichts. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Ich move dich gleich mal von Screen zu Screen. Können wir hier vielleicht was ausschneiden? Repeat, als Zahnrad? Especially when it goes too fast. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, ne? Also haben wir hier noch irgendwo ein Schloss? Irgendwas, was man zerschrotten, irgendwas kaputt machen kann? Aber was sind das für komische Formen hier überall, ne? Für Schlösser. Es ist kein Spiel. Wenn man es wieder zumacht, hilft es dann direkt? Nee, ne? Deswegen, ich vermute, wir brauchen noch eins. Okay, das hilft mir nicht. Eigentlich würde die Maus ja anders aussehen, wenn man da was machen kann. Also, dass er ein bisschen größer wird. Eigentlich gibt ein Spiel ja schon genug Hinweise, wenn irgendwo was zu machen ist. Zumindest, entweder es wird was gesagt oder es wird was anderes gemacht. Oder, ne? Irgendwo wackelt halt ein bisschen was. Im Zweifelsfall. Moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too fast. Ah. Er gibt uns sogar den Hinweis. Especially when it goes too fast. Er gibt uns den Hinweis. Stop navigating so fast! You're going to saturate my RAM. Man muss halt auch genau zuhören, ne? See? I warned you. Man muss halt auch zuhören. Nice. Sehr schön. You're stealing from my memory too. Ja. Ich habe mir jetzt RAM runtergeladen. Ja, macht nix. Machen wir es so. Nice. Ah, coole Idee. Sehr coole Idee. Left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go. Ob es jetzt ein Spiel gibt? Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. Welchen Button? The program is loading and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. Echt mal, ich habe eine SSD drin. Dauert viel zu lange. The progress bar stopped moving. Oh. It even looks like it's moving backwards now. There must be an error in the program. Oh yeah, it definitely crashed. Ja, natürlich. I feel bad for you. There's nothing left for you to do but quit. Quit. Das ist schön. Ich höre schon auf. Ganz zurück. Ach, geht gar nicht. Ganz hin. Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay, don't touch anything. Stop already. Hands up. Don't touch anything else. Except the quit button. Ich will keinen Quit-Button haben.
You just never give up, do you? Ups. Error. The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. 4-1-2-1-6-2-3-4-2. Werde ich mir jetzt nicht merken können. Das Programm hat sich unerwartet beendet. Bitte Geräte neu starten. Ich hoffe mal nicht. Was? This is your conscience speaking. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the prohibited folder for any reason. It's your conscience who's asking. Das ist halt immer das Ding, ne? Wenn einem irgendwas gesagt wird, was man nicht machen soll oder dass man an irgendwas nicht denken will oder denken soll, dann macht man natürlich genau das, ne? Wenn jetzt jemand sagt, denk jetzt nicht an rosa Elefanten. Wahrscheinlich, ne? Klappt halt super. Flying Squirrel OS. Aber hübsch. Ah, der will Haselnuss haben. Bilder. Haben wir wohl eine Haselnuss vielleicht? Bilder nur eins. Wasser plus Sonne gleich Pflanze. Zukünftige Haselnussbaum. Okay. Das kann man drehen. Warum kann man das drehen? There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss Breaking Good ist auch eine schöne Serie. Go! Ja, sicherlich interessant. Dass ein Drogendealer dann zum Chemielehrer wird. Das wäre super. Programmierwerkzeuge. Ah, natürlich. Was ist das denn für ein Programmierwerkzeug? Ist das eine If-Abfrage oder was ist das? Ne, das ist hier ein Flaschenöffner. ID-Karte. Ei, die Karte. Ei, wie süß. Fällt auch was raus? Nee. Gibt es ein Bild? Skyd? Was für ein Kommunikationsprogramm, Skype. Your memory. Kontakt. Memory bar. $90 oder sind only. Your lonely processor, find love and become. A multicore. Schön. Visit now. Let's plug together.com. Wahrscheinlich gibt es das wirklich, ne? Are you fat? Be thin. Be Zingwip. Was ist Zingwip? Nops. Zingwip. Ah. Das ist quasi. Kann ich aber nichts mehr machen. Weil ich was entpacken muss oder was? Musik? Der Nussknacker. Oh, können wir den da rausklauen? The cat is hungry. Miau. Miau. Yes, you're screw me, der Player. You have a cat. Shake my head. Da wird hier, da wackelt das ganze Bild, das ist schön, ist gut zu wissen. Entspannung tut länger, okay. Fahrstuhlliebe. 13. Stock Quintett. Das ist ein guter Name, das 13. Stockwerk Quintett. Bilder haben wir schon gemacht. Privat, natürlich privat. Leer, nicht schütteln. Kann man mehrere gleichzeitig aufmachen. Aber. Machen wir die Musik an? Ja. Ah, muss das betreffen. Nice. Sind das irgendwelche Schmuddelfilmchen oder was? Screw Media Player wurde beendet. Starte Programm neu. Fehler 721. Exzessives Schütteln. Super privat. Wahrheit 01. Ultra privat. Wahrheit 02. Ich merke, das Konzept kenne ich ja auch. Giga privat. Wahrheit 03. 18 plus. Also, was? US Miss. FR Miss. Your conscience is telling you that you're a good friend of the environment. You're going to turn off your machine to save electricity and save humanity. Was muss das für... Ich stelle mir gerade vor, wie der Grafiker den Auftrag bekommen hat, jetzt machen wir eine Platine, ein Motherboard, ein Mainboard und stopft dann BH drüber. Oder das hier, ne? Ah, ich will. Guten Tag, wir hätten gerne ein Mainboard mit Strapse. Ich meine, ist schön gezeichnet. Sehr, sehr schick gezeichnet. Uhu. Oh, da. Sogar mit verpixelten Stellen in diesem pixeligen Spiel.
Okay, man kann das fröhlich drehen. Ist die Frage, was man davon hat. You should always listen to your conscience. Okay. Fällt da was raus? Also ich hoffe nicht, dass es da, dass er was raushält. Die Wahrheit über Apollo 11. Hallo, Wetterblong, das FBI. Aha. So genau wollte ich es gerne wissen. Die Wahrheit über Kennedys Tod. Hallo, aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Sorry, das FBI. PS, der Scharfschütze war ein Wetterballon. Jemand steht auf Wetterballons. Die Wahrheit über Roswell. Hallo, aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Sorry, das FBI. PS, oh ja, es war ein Wetterballon. Oh Gott. Was? Nicht ich? Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. Natürlich. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Natürlich, natürlich, natürlich. Jetzt haben wir nicht dich als Kontakt hier. Können wir anrufen? Beruf? Programmierer in Ruhestand. Mag Bäume, Flugdrachen und die Zahl 73. 73, okay. Hasst Käfer und Ziegen. Aha, warum? Achso, Bugs. Ziegen ist Goats. Bugs and Goats. Lieblingsessen, die CPU. Nice. Papierkorb. Nix im Papierkorb, das wundert mich ein bisschen. Weil es gibt so Leute, die den Papierkorb als Zwischenablage benutzen, was nicht die beste Idee ist. Überhaupt nicht. Die Uhr. 73. Admin-Passwort wird benötigt, um auf das Zeitsystem zu zugreifen. Warum braucht man denn ein Passwort? Do you really want to spend your last 8 minutes in front of a screen? That would be a waste. 73 und 8 haben wir jetzt. Verboten. Ich muss aufschließen. Ich kann das aufschließen. Ich will das aufschließen. Können wir den Squirrel damit bekämpfen? Okay. Anscheinend nicht. Hat die Musik noch was zu tun hier?